Sie kam, schrieb und siegte. Brigitte Bergmann ist neue hessische Meisterin der Rechtschreibung. Nur 7 Fehler sind der Deutschlehrerin von der Frankfurter Ziehenschule in einem Text gespickt mit den kuriosesten Wörtern unterlaufen. Die sportlich spaßige Auseinandersetzung mit der Orthographie findet sie wichtig, denn bei ihren Schülern sieht sie Veränderungen im geschriebenen Wort. Was die Schriftsprache anbetrifft, da wird ja ganz viel nur reduziert und auf ganz bestimmte Klischees versucht man sich da zu einigen. Das ist einfach nicht mehr differenziert genug, um wirklich Sprache mit Sprache zu arbeiten, mit Sprache zu leben. Unterschiede zwischen geschriebener und gesprochener Sprache verwischen auch durch SMS, Facebook und Co. Dabei sind ein guter Sprachstil und korrektes Schreiben gerade für den Beruf ganz wichtig. Und noch etwas wollen die Macher des Diktatwettbewerbs vermitteln. Das Zweite ist, die deutsche Sprache hat diesen großen Reichtum, diesen unglaublichen Wortschatz. Und dass das was Wunderbares ist, etwas Großartiges, das auch witzig sein kann, das zu Ironie einlädt, das zu Differenzierung einlädt, das vor Augen zu führen, noch einmal in einem so superschweren Text, den man aber gemeinsam schreibt und den man auch nicht erreichen kann, aber an dem man sich annähern kann. Das ist eine zweite wichtige Bildungserfahrung, die wir gerne vermitteln wollen. Brigitte Bergmann hat Spaß an der deutschen Sprache und freut sich umso mehr über den ersten Platz.